Herzlich willkommen in der Sicherheitswelt der Balois. Heutiges Thema: Wandern. Egal ob flacher Almweg oder Erklimmen steiler Gipfel, eine gute Vorbereitung ist beim Wandern unerlässlich. Wählen Sie eine Route aus, die auch das schwächste Mitglied Ihrer Gruppe gut bewältigen kann, und planen Sie genügend Zeit ein. Für die Ausrüstung sind solides und passgenaues Schuhwerk sowie atmungsaktive Kleidung wichtig. In den Wanderrucksack gehören Notfallapotheke, Wanderkarten, ein aufgeladenes Mobiltelefon und akustische oder optische Signalmittel. Allgemein gilt: Nehmen Sie so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig mit. Energieriegel brauchen wenig Platz. Beim Wasser sollten Sie aber keineswegs an Gewicht sparen. Ein Blick auf die Wetterprognosen ist Pflicht. Aber ganz egal, was prognostiziert ist, nehmen Sie Regenjacke, Sonnenhut und Sonnencreme mit. Die Wetterlage kann sich in den Bergen schnell ändern. Bevor es dann losgeht, informieren Sie Dritte über Ihre Pläne. Wussten Sie, dass fast 30% der Unfälle und Notlagen in den Bergen Wanderer betreffen? Also immer schön darauf achten, wo man die Füße hinsetzt. Folgen Sie am besten den markierten Wegen. Manch reizender Pfad kann sich als Sackgasse erweisen. Im Notfall ergreifen Sie lebensrettende Sofortmaßnahmen. Wählen Sie die Notfallnummern, die Sie selbstverständlich dabei haben, und folgen Sie den Anweisungen der Helfer. Lassen Sie einen Verletzten grundsätzlich nie alleine. Geraten Sie in ein Gewitter, meiden Sie Felsen, Bäume oder Metall. Statt sich flach hinzulegen, setzen Sie sich besser auf Ihren Rucksack. Nehmen Sie es gemütlich und kommen Sie sicher an. Noch ist Wandern keine olympische Disziplin. So. Leider hat sich niemand angemeldet heute. Im Facebook-Treffen in Dürfenschlucht, was ich sehr schade finde. Ja, noch jetzt machen wir die Wanderung selber und suche auf diesem Weg dann noch, gerade wenn ich so eine Schleichwerbung machen darf, eine Frau oder ein Pärchen, die gerne möchte, unter einem Wasserfall stehen oder neben einem Wasserfall stehen, nächste Woche, wo in der Teufelsschlucht für ein Fotoshooting. Also könnt ihr euch das überlegen. Ich mache da zwischendrin ein paar Filme für euch zum Schauen und euch ein bisschen motivieren für das nächste Mal zum Mitkommen. Okay, viel Spass und einen ganz schönen Samstag und einen schönen Sonntag. Tschüss zusammen. So, hier fährt also die Schlucht an. Wir können hier weiter rauffahren mit dem Bus bis Allerheiligenberg. Das ist dort so ein Kurort. Und dann von dort weg anlaufen. Dort ist zwar noch keine Schlucht. Die Schlucht fährt eigentlich erst hier an. Und was ich hier gerade noch gesehen habe, dass es noch ziemlich feucht ist, von Steinen her. Das heisst, Rutschgefahr. Dann hat man heute ganz gute Schuhe an. Warum langsam sein?
hinten ist schon der erste kleine Wasserfall. Wir müssen mal schauen, wie wir hier am besten runterkommen. Schauen, dass man ausrutscht, weil es ist wirklich glitschig. So. Ich mache jetzt einmal das erste kleine Päuschen. Wir haben die kurze Wartezeit schnell gemacht. Wir haben gefettelt. Der Wasserfall, den wir vorher gesehen haben. Und jetzt laufen wir schön, gemütlich, langsam weiter. Die Schlucht herab. Es ist schön angenehm, nicht steil. Es gibt manchmal schon steile Frequenz, wie jetzt gerade hier. Also ein bisschen nicht so gut, aber kommen wir ganz langsam durch. Ich werde den Blick noch aufwerfen. Vor allem ist es schön, wenn es so richtig heiß ist, ist es hier innen sehr schön angenehm. Dem sage ich, auch wenn es 30, 35 Grad hat, ist es hier schön angenehm. Vor allem wenn jemand jetzt ein Badkleid anhat oder eine schöne Wäsche, die man könnte nehmen für einen Wasserfall, ist es nicht einmal so heim kalt. So. Machen wir hier wieder mal schnell einen kurzen Schnitt. Dann gibt es hier eben noch Geländer, wo man sich dran halten kann. Jetzt wird dann gestolpert. Oder irgendwie Wachigkeit. Es ist alles schön abgesichert. Man muss also keine Panik haben. Ja. So, jetzt haben wir hier schön langsam durchlaufen. Ich muss jetzt so schnell schauen. Da könnte man jetzt ein bisschen den Unterhalt und ein Kessel zu. Den Unterhalt tief geschluckt. Und auch hier ein bisschen höher, langsam gediegen, passieren mit Jucken.
über jedes Bach und jeder Glück. So, da wäre schon die erste Brötlerstelle, wo man mit Stecken kann machen kann. Ich bin daheim, in den Bergen, und ich wünsche, du wärst bei mir. Sonne lacht. Jeden Morgen, du wirst sehen, das ist jetzt etwa 200 Meter noch eins gesehen. Schau mal, so ein schönes Panorama, niemand hat es so schön wie mir. Schau mal, so ein schönes Panorama. Eins Treppchen nach dem anderen. Stegel auf, Stegel ab. Juhu! Die, die hier schon nicht mehr mögen, können hier noch ein Päusel einlegen. Das machen wir jetzt noch nicht. Alles, was du zum Leben brauchst, steht für dich vor meiner Tür. Ja, meine Chuali, die singen Lieder. Und manchmal sing ich ganz einfach mit. Und wenn du zu mir kommst, ich für mich die schönste Zeit. So. Schau mal, so ein schönes Panorama. Okay, jetzt kommt man hinter rechts rüber. Niemand hat's so schön wie mir. Komm mal rüber. Schau mal, so ein schönes Panorama. Türstelle. Mit einem Grill. Ich schenke es dir. Und das auch mal, so ein schönes Panorama. Natürlich sehr nass. He? Es aber rot, so rot wie es fühlt. Jetzt macht es rot. Aus, was du zum Leben brauchst, steht für dich vor meiner Tür. Was du zum Leben brauchst, steht für dich weiter, vor meiner Tür. Und ein bisschen verdeckt. Ein feiner Erdäpfelsalat gehabt. Und darunter gibt es dann noch Servola. Nachdem man doch etwas angeführt hat, wäre es dann super. Ich bin auch noch heute dabei. Heute. Das wäre dann wohl hier die Wegweise, wo man alle zusammenlaufen hat. Gut, gehen wir zu einem schönen Springbrunnen, wo da gerade das Loch aufkommt. Gehen wir der Dings weiter jetzt, der Tiefenschlucht. Man hört schon plätschern.
Jetzt machen wir hier noch das Papier draus. Nein, es ist so gruppenweise oder von 100 Becken. Ich bin jetzt schon gute anderthalb Stunden unterwegs. Aber eben, wie gesagt, mit Pause, mit Fetteln und wenn man es schön gemütlich nimmt, kann es nicht interessant. Von dem her kann man so schön gucken. So, das wäre jetzt also die drittletzte Feuerstelle hier, wo ich letztes Mal mit dem Sennen zusammen hier gebrötelt habe. Wo sie weiter unten sind meistens schon Leute mit Hunden und der Sennen hatte ja seinen Hund auch dabei gehabt. Und dann haben wir gefunden, nein, komm, ich will hier etwas machen. Und ja, das war wunderbar gewesen. Und jetzt wollte ich hier noch eins etwas genau ausprobieren. Ein saftiger Grün. Und jetzt kommen wir, das ist etwa 150 Meter, zu der vorletzten Feuerstelle mit Grill und der Holzreserve, die sie hier immer auffüllen. Die hier die Teufelsschlucht übertreiben. Das ist natürlich schön am Schärmen. Was wäre ich denn hier? Platz hat es auch genug. Da wäre die Feuerstelle. Und da wäre das schöne Holz da. Ja, jetzt will ich mir hier noch einen kurz einen Aufenthalt machen, genehmigen. Und nachher geht es dann gleich mal weiter. Es ist nicht mehr so allzu weit. Ja, und nachher schauen wir dann, wie es weitergeht. Sind wir dann schon bald unten. Und dann zeige ich dann euch, wo ihr das nächste Mal, dann, wenn ich wieder würde, eine Veranstaltung machen würde. Oder für die, die dann einfach später mal vorbeikommen. Zeigen, wo ihr mit dem Auto parkieren könnt. Also in diesem Sinn, bis später.